Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Wir sind hier im Turm von Tarkaron und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, beziehungsweise was passiert, weil wir sehen hier die Stufen und sehen da oben auch ein Licht. Also der Turm könnte jetzt langsam Richtung Ende gehen, beziehungsweise wir können die Spitze eventuell jetzt erreichen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass direkt zu Beginn eine Zwischensequenz kommt. Duke steht da oben, Yuri rennt hin oder läuft hin, mir egal. Und haut ihm einfach direkt mit der Faust ins Gesicht. Das würde ich als schöne Anfangs-Zwischensequenz für das bevorstehende, würde ich sehr schön finden. Oder Bitch slappt ihn einfach und gibt einfach eine Ohrfeige. Am besten mit der Rückhand oder so, so ganz, ganz dreist. Aber wir schauen einfach mal. Wir laufen jetzt hoch, wir haben gespeichert. Ich bin, ja, bereit. Bereit fühlt sich etwas anders an. Aber ich hab Bock. Wow, dass es hier oben auch nochmal so geil aussieht. Da vorne steht Duke tatsächlich. Dass es so gut aussieht hier oben. Holy shit. Okay, wir haben hier wieder zwei Teleporter-Dinger, mit denen wir noch nichts anfangen können. Wahrscheinlich nicht. Was ist das da vorne? Ist das ein Grabstein? Kann ich mich jetzt noch ein bisschen umschauen? Wir machen einfach mal. Sieht aus wie so ein Grabstein oder so. Oh. Cool, das sieht aus wie so ein kleines Labyrinth. Gibt es hier noch etwas? So eine Truhe, oder? Lass mich jetzt nicht blind hier was machen. Das ist ja sehr interessant. Okay, finden tue ich jetzt erstmal gar nichts. Das muss ja für irgendwas gut sein. Hier, allein für den Kristall da in der Mitte, aber was bringt mir das jetzt schon, da was machen zu können, wenn wir noch nicht bei Duke waren? Ich zieh mir das Ding trotzdem jetzt komplett rein. Prüfen. Oh. Findet alle physische Beschwerden? Physisch, ja. Findet alle magischen Beschwerden. Das sind ja nochmal zwei richtig geile Items. Wobei Lorbeer, glaube ich, hatten wir ja schon gefunden. Das ist ja ziemlich nice. Also wie gesagt, sind zwei sehr gute Items. Equipments, die ich aber glaube ich so jetzt erstmal nicht brauche. Wobei ich habe. Na, physische Verteidigung würde ich 60 verlieren. Die Frage ist, wie viel ist 60 noch wert? Wobei, ja gut, wenn ich jetzt mal kurz gucke, ist 60 wahrscheinlich noch ziemlich viel, ne? Status hier, physische Verteidigung haben wir 936. Und wenn ich 60 nochmal drauf verliere, ist halt immens, ne? Also 60 ist da in der Hinsicht ziemlich viel. Reduziert jeglichen Schaden um 15%. Das finde ich jetzt auch ziemlich geil. Das könnte ich wegmachen. Erhöht drastisch die Objektverlustrate. TP-Verbrauch, das könnte, sollte noch drin bleiben. Aber bei ihm könnte ich es rausnehmen und er könnte dann. Was nehme ich denn dann? Physische Beschwerden oder magische Beschwerden? Ich mach mal magische, weil er auch eine extrem niedrige Magieverteidigung hat. Macht das Sinn? 50% Chance der Vermeidung von Statuseffekten. Wenn ich aber das reinnehme. Bei Statuseffekten. Beschwerden sind ja aber nochmal andere Sachen, ne? Ach komm, gebe ich ihm das. Ich habe null Ahnung, was jetzt zwangsweise gut ist. Vor allem jetzt hier am Ende. Okay. Jetzt müssen wir erstmal einen Ausweg finden. Das fand ich jetzt sehr interessant. Dass hier noch ein Item gab. Ich dachte irgendwie, hier wäre gar nichts. Wäre einfach random. Ja, man merkt, dass es ein Labyrinth ist. Ich habe mich halt direkt verlaufen. Aber cool, dass man das vor Duke nochmal machen kann. Das ist natürlich der Speicherpunkt unten, ne? Das heißt, ich gehe jetzt nochmal runter, weil für den Fall, ich sollte sterben. Was ich jetzt nicht unbedingt ausschließen möchte. Müsste ich das halt nochmal einsammeln und nochmal equippen. Deswegen spare ich mir das einfach mal. Ganz dreist. Deswegen speichern wir. Und laufen jetzt nochmal hoch. So, ich hoffe, dass wir jetzt nichts mehr finden oder so. Sondern einfach jetzt mal zu Duke laufen dürfen. Wobei ich mich trotzdem. Oh wow, okay, dann kommt direkt eine Cutscene. Okay.
Die Lücke. Dirk, 俺たちは四属性の精霊を得た。精霊の力は星神に対抗できる。もう人の命を使って星神を打つ必要はありません。あの大きさを見るがいい。たった四体ではどうにもなるまい。四体は要よ。足りない分はブラスティアのコアを精霊にして補うわ。世界中のコアだもん。 ついでにオタクの嫌いなブラスティア文明も今度こそ終わり、悪い話じゃないでしょ。人間たちがおとなしくブラスティアを差し出すとは思えん。それとも無理やり行うのか。無理やりなんてしないのじゃ。人々が進んで応じるなんて信じられないのかしら。一度手にしたものを手放せないのが人間だ。分かってもらえねえか。だけど 俺たちは俺たちの選んだ方法でもう少し待ってくれねえか。僕たちは人々の決断を、そして僕たち自身の決意を無にしたくないのです。それで世界が元に戻るというのか。エンテレケイアにより、エアルが調整され、あらゆる命が最も自然に営まれていた頃に戻るのかと聞いている。それは、 お前たちは人間の都合の良いように、この世界をテルカ・リュミレースを作り変えているに過ぎん。世界が成長の途中だとは考えられませんか。エンテレケイアたちは精霊になることを進化だと考えています。彼らエンテレケイアの選択に口を挟むことはすまい。だが私には私の選択がある。 分かってくれねえのは、それをやろうとしている俺たちが人間だからか。人間が信用できないからって放っておいて、手遅れになったらいきなり消そうとするってどうなのよ。お前たちはこの塔がどういうものか知っているか。もともと都市だったこの樽からも古代人は自ら兵器に変えた。エンテレケイアを滅ぼすために。<笑> あくまでブラスティアの危険を認めようとしない古代人にとって、ブラスティアを攻撃するエンテレケイアは邪魔でしかなかったのだ。そしてエアルの乱れにより星神が出現した。そうなって初めて人間はエンテレケイアの言葉に耳を傾けた。今の世界は多くの犠牲の上にある。なのに人間はまた過ちを犯した。必ずまた繰り返すだろう。 どうしようもないところまで世界を蝕み、自分たちの存続のためだけに世界のあり方まで変えようとする、そんな存在こそ星神をも凌駕する破滅の使徒だ。それがあなたが人間を滅ぼそうとする理由なのですか。私は共に誓ったのだ。この世界を守ると。エルシフル、クロームから聞いたか。 ああ、彼女、あんたを止めてくれって言ってたぜ。彼女も私たちの話を聞き入れてくれて、だからどうか一緒に。ふざけるな。エンテレケイアがその使命を放棄するというなら私が引き継ぐ。お前たちの手段を待つまでもなく、私がこの術式を完成すれば世界は救われる。デューク、やめるんだ。 このまま人間が世を治めていけば、必ず同じ過ちを繰り返す。そうなれば人の心はすさみ、より辛い未来になるのではないか。たとえそうであっても、自分たちで選んだ道です。傷ついても立ち止まっても諦めなければまた歩き出せるはずです。そうよ。間違ったり失敗したりするのを怖がってたら、 新しいことなんて何にも見つからないもんね。それに私たちはあんたみたいに勝手に決めつけてこの道を選んだんじゃない。みんなで決めたよ。うん、一人じゃ難しいのかもしれない。でも僕たちは
だが必ず辛い未来を受け入れられるものがいる。それが分からぬお前たちではないだろう。そうね。厳しいけど、それが現実でしょうね。けど変わろうとしていくものを受け止め、考え、また変わっていく。だから何年、何十年、何百年かかったとしても、いつか受け入れてくれる。今はそう思えるわ。だって、それが生きるということなのだから。 変化とは痛みを伴うもの。でも、それを恐れていては前には進めない。誰もが同じように進めるわけじゃないというなら、僕らがそれを支えます。そのための騎士団、そのためのギルドです。だな。守らなきゃいけないもんは確かにあるだろうが、おさん、次の時代に生きる奴らの先見てみたいわ。バカどもが変わっていくのを 先に行っちまった奴らの代わりにさ。相入れぬな。お互い世界を思う気持ちは変わらぬというのも不思議なものだ。不思議じゃねえ。あんたと俺たちは選んだ先、未来に見ているものが違う。未来は守らねばならん。 守らねば破滅が待っている。未来は作り出すもんだろう。選んだ道を信じて作り出すもんだ。是非もない。 Ach so, natürlich. Es geht direkt in den Bosskampf. Er schwebt auch noch und das Schwert schwebt neben ihm einfach. Gehört, der Typ ist krass. Alles klar, magische Auge. Level 62, 290.000 Leben. Klingt irgendwie nicht viel, die Werte auch nicht. Also gehe ich mal davon aus, er wird noch eine Form haben oder so. Das wäre jetzt einfach nur mein Empfinden, weil er sonst etwas schwächlich wirkt. Ja gut. Schauen wir uns einfach mal an, was so geht. Ach so, ich habe gar nicht geschaut. Ja, das ist natürlich auch blöd. Schwäche und Resistenz hat er gar nichts. Dementsprechend knall ich ihm einfach mal ins Gesicht, was ich so habe. Was er wahrscheinlich auch machen wird. Welcome, Porten. Ah, der Typ macht mich aber... Er macht mich fertig, ey. Oh, der portet schon wieder. Du hörst auf, die anzugreifen. Also bis jetzt funktioniert es noch. Die Frage ist, wie lange... Oh, allein das mit Porten, ne? Wobei, er hat noch kein Überlimit gemacht. Noch nicht, aber das könnte kommen. Und dann haben wir auch ein Problem auf jeden Fall. Alter, Junge, hör auf mich zu hauen, ey. Oh, ich kann keinen Atem mehr benutzen. Aber wir haben ja genug Tränke. Und sein Überlimit kommt. Jetzt muss ich halt wieder versuchen, wegzurennen, wenn möglich, und geheilt werden. Ich denke mal, er hat ein mystisches Arte, da muss ich ein bisschen drauf achten. Schön, nochmal eine Heilung. Hat er es gemacht? Er hat es nicht gemacht. Oh nein, ich habe ihn verfehlt. Schade. Er hat gerne einen tödlichen Schlag gemacht gegen ihn. Leider verfehlt. Passiert. Ah, das mit dem Porten, ne? Macht mich fertig. Aber es geht noch.
Moment, ich muss was ändern. Was habe ich denn an überhaupt? Ich glaube, gemäßigt ist standardgemäß an. Ups, Rita. TP. So, alles verwenden. Genauso wie... Ja, da habe ich es schon. Okay. Und sie macht jetzt nämlich keine Zauber mehr, weil sie keine TP mehr hat. Beziehungsweise... unter 75% war. Aber das möchte ich nicht. Alter Junge, jetzt hör doch mal auf, bitte. Ja, langsam, jetzt wird er langsam nervig. Damit geht er mir auf die Nerven. Zack. Einen tödlichen Schlag abbekommen. Ich habe auch noch über Limit, aber das möchte ich halt noch nicht benutzen, weil ich nicht weiß, ob er danach nicht noch eine Form hat oder so. Weil mir das halt, wie gesagt, von den Werten her sehr, sehr schwach aussieht bei ihm. Wie viel hat er noch? 34.000. Wieder über Limit. Jetzt wieder aufpassen wegen dem mystischen Arte. Das könnte nämlich für uns das Ende bedeuten. Aber er trifft mich damit. Nett. So. Er hat kein mystisches Arte benutzt. Und ist erledigt. Alles klar. あんたこそ大した強さだ。残念だ。お前たちともっと長き時を歩んでいれば違う形の開口があったかもしれぬのにな。今からでも遅くないぜ。いや、もう遅い。このそらを星神が追った時、このわからずやめ。 世界の永続にとって最善の道。それは世界を自然な形に戻すこと。それが私の選んだ道。私はそれに準じる。友よ、力を。 Alter, ist es sein Ernst? Habt ihr gerade gesehen, wie der aussieht? Und so. Ja, gut. Die Werte sehen doch schon mal ganz anders aus. Alter, der hat 470.000 Leben. Physischer Angriff 800, 880 physische Verteidigung und seine Magiewerte sind auch krass. Keine Resistenzen, keine Schwächen. Oh, die Form sieht halt so nice aus, ne? Alter. Och, warum macht er mir das Leben so schwer? Okay, wir sind natürlich nicht voll geheilt und haben auch einiges an Items eingebüßt. Ja, viel Glück, glaube ich. Wenn natürlich sonst so machen wie gerade. Das Gute ist, da Rita ihm den letzten Schlag versetzt hat, hat sie sogar volle Ding bekommen. TP. So, ich glaube, hier werden wir mit Überlimits arbeiten, nur weiß ich noch nicht wann. Ich habe fast keine Siegeltränke mehr, ne? Also das macht jetzt langsam sehr, sehr dumm für mich. Oh, wow. Die Yuri ist sogar gestorben. Okay. Natürlich nicht so geil. Ich glaube, ich müsste meine Überlimits mal demnächst verwenden. Ja gut, er macht jetzt aber seins. Es wird ein mystisches Arte kommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja,
Es könnte wehtun, aber das kann ich halt nicht verhindern, weil es trifft alle. Ist es dein Ernst? Okay, er hat einfach straight up... alle auf 1 HP runtergeknallt. Also wirklich... wirklich straight up. Danke. Dann kommt die Wiederbelebung auf Repeat. Jetzt muss halt noch eine geile Heilung kommen. Dann konnte ich das wenigstens abwehren. Was nicht heißt, dass ich alles überleben werde. Ich muss Mistarte benutzen. Beziehungsweise Überlimit. Oh, darf ich nicht? Doch, darf ich. Ja, das Hochschlagen war jetzt nicht so geil. So, jetzt die B-Taste smashen. Für Attacks. Und versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen damit. Okay, 333.333. Oh, schade. Ich hätte vielleicht noch eins durchkriegen können. Bin mir nicht ganz sicher. Hat er mich nicht gelassen, der nette Typ. Nein, du machst keinen Zauber. So, er wird auch gleich wieder Überlimit machen. Das heißt, ich werde... ja. Erstmal wieder werden alle sterben, mal abgesehen davon. Oh, er macht es direkt zu Beginn. Okay, ich muss direkt hier wiederbeleben, was geht. Ah. Beziehungsweise Heilung erlauben natürlich. Nicht sterben. Heilung abwarten. Sehr schön. Na, solange keiner stirbt, ist alles noch in Ordnung. Sehr gut. Das konnte ich ganz gut abwehren, lustigerweise. Also besser als beim ersten Mal. Aber ich würde jetzt Limit-Tränke benutzen, auf jeden Fall. Ich habe ja genug. Man muss aber halt jedes Mal warten. Aber ich nicht rauslaufen aus dem Kreis. So, nächster Limit-Trunk. Ist doch schön, wenn man so viele hat. Ah. Sekunden abwarten. Ja, gut, weil die alle Items benutzen gerade. Jetzt darf ich wieder. So, und dann werden wir wieder mit einem mystischen Arte reingehen. Ah, hör auf damit. So, erstmal noch angreifen, so gut wir können. Dann das. Und dann wieder die B-Taste smashen. Mal gucken, ob ich noch eins durchkriege. Ich habe noch ein paar Sekunden. Aber ein Explosionsartig geht dafür durch. Sehr gut. Also ich könnte das Ganze natürlich jetzt nochmal machen. Ja, ich habe noch genug Limit-Trunks, ne? Ja, komm. Bevor ich die gar nicht verwende. Und wann soll ich sie sonst einsetzen, wenn nicht bei dem Boss hier? Upsi. Und Stufe 2. Auf 3 könnte ich sogar so kommen. Tödlicher Schlag. Ah, schade. Habe ich gepennt. Oder nicht bekommen oder was auch immer.
So, gehe ich schon mal auf Stufe 3 hoch. Beziehungsweise fast 4. Müsste jetzt auf 4 kommen. Wie hat er denn noch? 43, das schaffe ich leider nicht. Doch, das könnte ich schaffen. Es sei denn, er geht halt in derselben Zeit. Ja, gut. Dann wähle ich das jetzt lieber ab und danach bin ich dran. Es sei denn, er würde es nicht einsetzen. Oh, schade. Okay. Für eine Sekunde habe ich geglaubt, er würde es nicht einsetzen. Aber danach bin ich dran. Mit meinem mystischen Artels darf ich natürlich nicht sterben. Items erlauben. Ihr dürft alle Items benutzen. Jeder von euch. Ausnahmslos. So, Duke. Was ist jetzt dein Problem? Ah, wegporten ist sein Problem. Nein, ich mache Explosionsarte, kein mystisches Arte. Okay, hat trotzdem gereicht. Das war ein Fight. Wir sehen jetzt auch hier den Endbildschirm. Das haben wir im ersten Fight nicht gehabt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt gleich passiert. Wobei eigentlich auch die Folge fast schon zu Ende ist. Ich glaube, es würde jetzt dramatisch wahrscheinlich besser sein, wenn ich hier die Folge beende. Und wir in der nächsten Folge hier direkt anknüpfen. Weil es wird wahrscheinlich eine Zwischensequenz kommen. Und wer weiß, ob das überhaupt das Ende war mit Duke. Kann sein, dass gleich noch ein Bosskampf kommt. Und dann würde es echt den Rahmen der Folgenzeit definitiv sprengen. Deswegen machen wir hier einen Schnitt. Das passt ganz gut. Dann kann ich nochmal kurz runterkommen. Ein wenig. Kampf ging 6,5 Minuten. Wir mussten 3-mal ins Überlimit gehen. Und beim letzten Mal habe ich nur ein Explosionsarte hinbekommen und kein Büchsesarte. Warum auch immer. Wobei, war jetzt auch nicht so schlimm. Hat ja zum Glück auch gereicht. Gut. Ja. Das war es soweit von mir. Das war der Kampf gegen Duke soweit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!